Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier zu 7 Days to Die mit der Mod Ravenhearst. Mit dem Jürgen und dem Martin. Hallo. 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 Ja. So, also ich drücke jetzt einfach mal R und vielleicht nimmt irgendjemand noch was mit. So, ich dachte, du wolltest noch eine. Okay. Nee, wir gehen dann. Wir gehen jetzt zurück und werden uns quasi dann mal ein bisschen um die Base kümmern. Ist alles leer. Ich hab gerade R gedrückt. War das richtig? Ja, ja. Ja, genau. Und wir werden uns dann ein bisschen mal um die Base kümmern, weil die nächste Horde steht ja dann auch demnächst schon wieder an, weil sonst wird das halt einfach nicht. So, kommt ihr? Ja, ja. Ich glaube, Peter hinterher ist das Beste. Also ich habe im Übrigen auch, dem einen oder anderen ist es bestimmt schon aufgefallen, das habe ich mir das durch den Stream so ein bisschen angewöhnt, dass wenn ich hier mal das Licht aus habe, deswegen spiele ich hier mit 200% Gamma, damit ihr auch ein bisschen was seht, ne? Dann nehmen wir... Oh, kill some rotters. So. Das kannst du nicht mitnehmen. Was ist drin? Bugshots. Okay, hab ich. Einfach nur damit ihr was seht, vor alledem, dass ja manchmal hier in der Tat sinnvoll ist, ja auch mal das Licht auszumachen. Wenn es hier zombie-technisch zu viel wird mitten in der Nacht. Schon wieder so ein Rotter, ey. Und? Blaue Farbe. Jawohl. Martin, komm her. So ein bisschen bedenken, wenn der Martin da beim gespannten Pfeil und Bogen steht. Mhm. Da dran zu gehen. Also. Also ich habe fast Stufe 40 erreicht an den Blade Weapons. Aua. Bin so. Ah, wir sind Richtung Süden, alles klar. Naja. Hinten siehst du schon den anderen Tower. Ja, mit seinem Pfeil hier. Ja, ja. Meine Güte. Ich hab's mir auch gedacht eben. Ach, hier, mich kloppen die Zombies. Keine Nahkampfwaffe mehr. Hier, Junge, mir geht man das ja kaputt. Na, hier sind noch Pfeile drin, Martin, nimm einen. Ich hab keine Ausdauer mehr. Und zack. Der Rotter verarscht mich gerade ein bisschen. Oh.
bin voll. Na, ja, so, machen wir's so. Alles Fleisch kommt weg. Ach ja. Alter, Zombie Susan. Was? Der hat noch Antibiotika. Ah. Was hat er, Antibiotika? Ja. Oder brauchst du? Nee, aber ich kann's jetzt auch gerade nicht mitnehmen. Okay, warte. Ich geh hin. Was zu essen? Ich weiß auch gar nicht, warum ich mir eigentlich als so eine Bedroll mit mir rumschlepp. Ist mir irgendwie. Oh, ist hier was? Mini-Hut oder was? Ich hab mal die ganzen in der Gegend angelockt. Ich seh's, Martin. Na komm, der Rotter. Ja, der Rotter hat noch Antibiotika, Jürgen. Hm? Hier. Rechts neben dir. Geh doch mal kaputt hier. Oh, gibt's doch nicht. Ja, komm gleich, Bruder. Oh. Eine Glasscheibe. Also die, ja, die hintere gebraucht. Leiche. Alles klar. Geh mir nur mit. Komm. Fall um. Wer hat ein Messing für uns? Ach gut, ich zerleg's. Ich zerleg's einfach. Ja, das sowieso. Ich hab das die ganze Zeit schon zerlegt, weil das mir sonst zu blöd war. Ich hoffe, du machst da ein bisschen was Leckeres zu essen, Jürgen. Aber du hast ja gerade in der Aufnahmepause gesagt, du hast hier Dings geskillt. Maisbrot freigeschalten. Muss mal sehen, wie der Mais fertig ist. Den Helm kann ich nicht mitnehmen, Jürgen. Wobei, ah, oder? Das Zeug kann ich ja eigentlich alles hier mal. Gut, hab ich. Der Helm ist doch da noch drin. Okay, das ist ein Bug. Okay. Dann nimm's raus, dann hast du doppelt. Ja, hab ich doch. So. Buckel lässt er gehen immer. Ja. Hier ist schon links wieder. Was ist hier drin? Was ist hier drin? Zombie Sven. Den krieg ich auch noch weg. Ach Jürgen, da rennt dir was hinterher. Ja. Echt? So anhänglich? So. Ja. Ich glaube, das muss so sein. Meinst du? Ja. Oh Mann, ich krieg das nie weg. Was denn? Hier ist noch ein Ei drin. Ei brauchen wir für das Maisbrot. Die können wir nicht mehr liegen lassen, die Eier. Ei brauchen wir für Spiegelei auf jeden Fall. Ja. Also. Weil natürlich Bacon and Eggs schon genial wäre, ne? Ja. Aber. Weiß ja jetzt auch nicht, was du da. Oder was für Level du da freischalten musst.
dass sich das überhaupt lohnt. Oder beziehungsweise du überhaupt machen kannst. Das heißt, lohnt. Ach, ich hab's. Hab's wieder gedeichselt. Hey, Jürgen hat's wieder gedeichselt. So läuft das halt. Das ist ja auch witzig. Kill some old zombies. Sind die etwa frisch oder was, die hier rumrennen? Come on. Ist dir sicher? Ganz sicher. Frischer geht's nicht mehr. Au! Na komm, du Crawler, ja, Mann. Boah, ey. Ich weiß nicht mehr, was ich rausschmeißen soll. Mhm. Warum hab ich denn drin? Was ist denn drin? Leeres Glas und ein Plastikbottle. Also jetzt nicht so was Nennenswertes, würde ich sagen. Ja, das leere Glas schon. Ach Quatsch, wir können Gläser herstellen. Ach ja, du warst ja überleben doch. Das ja. War ja das Gute an der Sache. Die macht jetzt ganz, ganz viele Kisten. Das wäre definitiv der Mörderplan. Wäre ich aber nicht. Treffe ich das denn Ding da jetzt nicht? Ach Mann. Inwiefern lohnt sich das eigentlich, die Spikes auszubauen? Tja. Weiß man nicht so genau, ne? Naja, sie halten halt bedeutend länger. Große Preisfrage. Naja, ich mach das hier gerade mal einfach so ein bisschen wild. Ja, ist okay. Der Damage. So. Ja. Hat jemand überhaupt Bogen gelernt? War das nicht der Daniel? Weiß ich nicht. Achso, jetzt habe ich kein Holz mehr, okay. Also soweit ist alles durch, bis auf die Nordseite. Hm? Okay. So, was habe ich denn noch? Jawohl, endlich gibt's hier Kisten, Mann. Geil. Essen, ne? Warte mal. Dann habe ich hier oben trinken. Trinken, 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 trinken. Trinken. Da habe ich noch trinken. So. Guck mal, das hat er fein gemacht. Essen, 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 essen. Ich packe jetzt da mal mit da dazu. Was hat er fein gemacht? Oh, schon wieder. Echt? Wo darf ich hin? Alter, eine Wanderhorde! Komm her. Wer hätte es gedacht? Geil. Leveln. Dauert wieder, ehe das Inventar aufgeht. Ja.
Wieder hinter dir. Oh Gott. Es waren in der Tat ein paar. Also mehr als eins, ja. Und Schlitz und Schlitz. Muss in der Tat mal einen Katana reparieren. Ja, auf die gute Munition zu verschwenden. Fertigkeitspunkte durch alles. Ist, ja. Ich sehe es hier. Unglaublich. Alter. Was da Zombies rumliegen, Mann. Weil ich mittlerweile echt sagen muss, so langsam geht's mit den Wanderhorden. Angewöhnt. Hat sich dran gewöhnt. Ja, aber wahrscheinlich, wenn ich wahrscheinlich irgendwann, wenn jetzt die Alpha 17 kommt und wir wahrscheinlich wieder Vanilla spielen, werden wir sie wahrscheinlich vermissen am Ende. Was ich aber übrigens auch sehr geil finde, ist diese Unload-Funktion hier von den Waffen. Ja. Die ist echt gut gemacht. So. Essen, Zutaten, trinken, mehr davon. Heilen, waschen. Zu Martin. Jo. Hätte es jetzt Sinn gemacht, dass wir da vorher vielleicht erstmal nur Flexdown hinmachen, oder? Na, ist ja eigentlich auch egal. Können wir ja dann gleich. So. Wieder so komisch. Martin, kannst du mir oben über die Tür so eine Händlerkiste machen? Hier oben. Sag bloß, du hast sogar noch. Was? Ja, Flexstone. Also, dass du da so ein Cobblestone-Ding hinmachen kannst. Oder... Der Hammer. Der Hammer, ne? Vielen Dank, Martin. Schade, das darf ich da nicht reinpacken. Ah, komm, diese ganzen Reaper-Frames, die wir da haben. Sicher, diese Scrap-Iron-Nägel darfst du überhaupt nicht dazu benutzen, um sie wieder einzuschmelzen. Das ist irgendwie doof. So, irgendwie. Einfach irgendwie doof. Was, irgendwie doof? Doof. Ah, alles klar. Ah, ich brauche dringend Holz. Würde ich mal sagen.
Gott, dieses schreckliches Geräusch da. So. Ist aber ein bisschen komisch. Also die Woodspikes haben irgendwie eine ganz komische Hitbox zum Treffen, kann das sein? Ja, ziemlich unten. Das Komische ist, wenn du die auf Eisen aufgewertet hast und versuchst, einen Woodspike dahinter zu reparieren, dass das nicht geht, sondern du musst seitlich von den Dingern gehen. Okay. Das ist ja total irgendwie. So, Essen. Noch essen. Okay. So. Ein bisschen komisch hier. Echt schräg. So. Ich brauch Holz. Ist echt nervig. Naja, gut. Heilen und waschen. Waschen ist unten, okay. Deswegen steht sie auch unten. Peroxid ist aber, glaube ich, warte mal. Medizinisches Pulver. Okay, also oben. Dann gibt es ja auch irgendwo ausgewachsene Bäume. Da. Komm her, Zombie. Oh. Munition. Darf ich, dass ich mir kurzzeitig voll ein abgeschält habe hier? So, was habe ich denn überhaupt an Skillpunkten? Oh, 32. Okay. What the? Wo kommt die hier? So. Okay, das nächste brauche ich Player Level 20. Also ich habe jetzt mal die ersten Punkte in Blade Weapons reingesetzt, also dass wir zumindest mal 150er schon herstellen könnten, theoretisch. Mhm. Wobei die komischen Dings ja wieder nicht mit dabei sind, ne? Die komischen Spießdinger da, ne? Komische Spießdinger. Ja. Ja, die komischen Speere. Da, das war das Wort, was ich gerade gesucht habe. Speere. Gott, hier lädt einer. Bloß kurz durch. Alles gut, Martin. Scrap. Just den reparieren. Na, auf jetzt kommt. Ich würde das jetzt noch fertig machen, ja. Ach, jetzt hab ich das Holz dahin. Schon wieder dreckig, Mann. Mhm. Noch 32 Minuten dirty. Das hätte ich ganz gerne gescrapped. Und da. Noch irgendwelche Samen hier rum, Eier? Nee. Boah, was der alles verkaufen will, ey.
Der schon wieder alles verkaufen willst. Ja. So ist er. Verstehe auch das Problem jetzt nicht. Ganz wertvolle Zeug. Du meinst das, was du eh, wenn du nur einlagerst, sowieso nie benutzt? Na und? Da sagt er im Prinzip. Oh Mann, ey. Da fällt mir nichts mehr dazu ein, grad. Mir auch nicht. Mir auch nicht. Au. Ach, verloren. Jawohl. Klatsch. So, Level 17. So. Wunderbar. Also wir haben zumindest mal einmal drumherum soweit, mal von ein paar Lücken jetzt mal abgesehen, schon überall diese Scrap Iron Spikes. Ne? Ja. Sieht gut aus. Gell? Kann man mal so machen. Wo hatte ich denn jetzt aufgehört? Warte mal. Da. So langsam wird's. Klamotte, Klamotte. Hm. Ganze Kisten machen, ja, ey. So. Hey, so fast dasselbe wie oben drin. Na gut. Ich will wieder meckern. Wo sind denn die Spikes, die da drin waren? Baumaterial. So, das, das, das. So, wobei die Repair Kits kann ich da eigentlich komplett reinkloppen, weil es bringt mir ja eigentlich nichts. So, Essen, Essen. So. So. So, das ist ja quasi fertiges Essen da oben. Warum auch immer das da drin ist. Das gehört da eigentlich auch eher nach unten. Das sind eigentlich auch eher so die Getränke. Das ist auch fertig. Dann haben wir hier noch eine Zutat. Wo packen wir das ganze Knowledge-Zeug hin und so? Noch keine Kiste. Sondermaterial. Würde ich mal so sagen. Nee, noch nicht. Gibt halt noch nichts. So, das fällt auch unter Heilen, Heilen. So, Cooking. So, das kommt da rein, das kommt da rein. Ach Gott, was ich da ja auch noch hier an Dings hab. So, da natürlich auch das hier noch. Hilfe, ey. So. Aber ich brauche jetzt in der Tat mal was zu essen, ja. In der Tat? In der Tat, ja. Creamed Corn. Okay.
ganze Zeug hier mal weggefuttert werden. So, und die Fried Eggs, das ist in wirklich das Effektivste, was wir gerade machen können, oder was? Mhm. Ach du Scheiße, Mann. Also was ich ganz geil finde, ist, dass es wenigstens auch Health gibt. Na gut. Ja. Immer noch so ein Drying Rig, wunderschön. Ja, Leute, der Part ist ein bisschen länger, ist aber nicht schlimm. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wir werden wahrscheinlich jetzt die Aufnahmesession beenden. Und ja, ihr wisst, was zu tun ist. Liken, kommentieren, abonnieren, dranbleiben vor alledem. Und schaut auch mal mein anderes Projekt an, freue ich mich drüber. Und bis zur nächsten Folge, Leute. Tschüss. Tschüss.